Wir haben jetzt in beiden Stadien zusammen etwa 550 Raumcontainer. Wir sind gut in der Zeit, trotz diesem Schneechaos, was uns jetzt noch überfallen hat letzte Woche. Wie oft kommt das vor, dass du einen Umfang hast, projektmäßig wie dieses hier? Kommt nicht oft vor, ja. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen bei einem neuen On The Job. Wir sind mal wieder unterwegs im Auftrag der Kollegen von Zeppelin & Lentl und es sieht aus nach Winter Wonderland. Es ist Winter Wonderland. Wir sind nämlich in Oberstdorf und hier findet in rund 4 Wochen die nordische Skiweltmeisterschaft statt. Skispringen, Skilanglauf und die Kollegen von Zeppelin & Lentl sind hier vor allen Dingen gefragt, denn es müssen hier Container gestellt werden und nicht nur ein paar, sondern rund 500 Stück. Die Sandra ist hier verantwortlich dafür, dass das hier alles ordentlich läuft und die treffen wir jetzt erstmal und dann gehen wir hier so gemeinsam heute mal ein bisschen rum. Hier rein in die gute Stube. Auf jeden Fall hat das hier schon was mit Wettkampf zu tun. Guten Tag. Sandra. Hallo. So, normalerweise ist hier Zeitnahme, aber ihr habt jetzt hier keine Wettkampfzeiten gerade, ne, die ihr eintragt. Nee, ist ja noch kein Wettkampf. Der Ausblick ist 1+, oder? Mega. Was ist denn momentan dein Job hier überhaupt? Im Prinzip machen wir jetzt gerade noch so ein bisschen die Bauleitung hier mit vor Ort. Jetzt kommen halt richtig viele Container hier nach und nach an. Die müssen halt alle an die jeweiligen Standorte verfrachtet werden. Und je nachdem, welche Anlage dran ist, wird dann halt der Kran dahingestellt. Jetzt steht der da hinten. Okay, ihr habt einen kleinen Schnellaufbaukran. Genau, der ist halt ein bisschen mobiler, der kleine. Und der große, der bleibt halt für längere Zeit an einem Standort stehen, um dann in seinem Radius alles zu stellen, was wir da an Anlagen haben. Wie viele Container stellt ihr hier auf? Also es sind ungefähr 500. Und in wie vielen Wochen müsst ihr das hier aufgestellt haben? Also wir müssen bis Ende Januar alle gestellt haben. Mitte, Ende Dezember haben wir angefangen, eine Woche, und haben da schon einen großen Teil gestellt. Und der Rest kommt jetzt, also in den ersten 3 Januarwochen werden wir wahrscheinlich durch sein. Also ungefähr 4 Wochen kann man für 500 Container. Die müssen ja nicht einfach nur hier hinfahren, die müsst ihr auch noch stellen, die müssen ja noch angeschlossen sein. Der Innenausbau, dafür haben wir nach hinten raus wirklich noch ein bisschen Zeit. Das geht jetzt erstmal ums Stellen der Container, dass die Anlagen wirklich da sind, weil ja auch andere Gewerke noch ran müssen. Die müssen noch angeschlossen werden elektrisch. Da gibt es hier noch eine Firma und mit dem Schneeräumen kommt uns unser Kunde sehr entgegen. Das hatten wir, da haben wir wirklich großes Glück, dass wir anrufen, sagen hier, nächste Anlage kommt und dann sind da Leute da. Und freimachen. Genau. Wer ist denn jetzt hier dann euer Kunde quasi? Also unser Kunde ist die Nordische Ski-WM GmbH. Und mit denen haben wir alles vorab geplant. Die haben uns den Bedarf rübergeschickt an Containern, die sie brauchen. Ich sehe so ein paar Pläne ohne Ende Container. Rot heißt was? Das ist einfach nur für uns die Info, dass hier 2-geschossige Anlagen stehen. Also da gibt es noch eine Etage oben drauf sozusagen. Das ist nur das EG, was jetzt hier abgebildet ist. Mhm. Das OG haben wir dann nochmal auf dem Detailplan. Und die anderen Einheiten sind jetzt, die hier sind im Langlaufstadion, alle ebenerdig. Außer hier diese eine TV-Anlage, die können wir uns dann draußen noch anschauen. Ich sehe hier ARD, ZDF, ORF. Das heißt, Medienpräsenz ist hier am Start, ne? Ganz genau, ja. Ziemlich groß sogar. Also wir haben hier auch einen riesen, also das ist dieser TV-Compound. Wir haben hier 3 große TV-Anlagen auch aufgebaut. Das ist eigentlich so der Hauptbereich sozusagen, also der wichtigste. Und hier hinten befindet sich so dieser Teams-Bereich. Da droben Ruheräume, die können dort ihre Skier wachsen, haben da Toiletten und so weiter. Und auch ihre einzelnen Trailer, ebenso wie hier beim TV-Bereich. Ja, hier sind noch so kleinere Sachen dann verteilt wie medizinische Container, Polizei, Shuttle Service. Da würde ich sagen, wir wollen keine Zeit verlieren. Gehen wir mal raus, ne? Alles klar. Ja, hier unten sieht das schon alles etwas lebendiger aus, ne? Wobei, ja, es ist ja immer noch relativ ruhig. Ich sehe da hinten einen Radlader, ist wahrscheinlich ein 906 mit Schneeketten. Genau, die sind hier auf jeden Fall notwendig, weil wir ja auch ein bisschen unwegsames Gelände sowieso haben und durch den Schnee. Vorsicht von oben. Schneeballschlacht wäre heute drin, ne? Noch ein Radlader. Sandra, landschaftlich kann man sich schlechtere Arbeitsplätze vorstellen, ne? Auf jeden, ne, Fall, ja. Ist schon wirklich sehr malerisch. Teleskoplader. Teleskoplader, wisst ihr, sind ja so Multitalente auf der Baustelle. Und der macht hier auch quasi so Transportarbeiten. Er hat ja eine Reihe Starkstromkabel, wahrscheinlich um die Container miteinander zu verbinden, ne? Genau. Die sind dafür zuständig, alle Container anzuschließen. Wir haben jetzt die TV-Anlage schon so weit fertiggestellt, dass die jetzt da als nächstes arbeiten können und wir uns da nicht in die Quere kommen. Von wo kommen diese ganzen Container? Also wo habt ihr die alle stehen? Die kommen von überall aus Deutschland, von all unseren Standorten. Das ist halt so ein bisschen auch die logistische Herausforderung an dem Ganzen.
bei der Masse an Containern ist das natürlich ein Thema für unser Flottenmanagement gewesen, zu gucken, wo haben wir welche Verfügbarkeiten, welche Kapazitäten. Und dann halt auch logistisch das Ganze umzusetzen, die von überall her zu holen. Die müssen ja noch umgebaut werden, größtenteils. Was heißt umgebaut? Also normalerweise sind die ja wahrscheinlich auch eher so auf Baustellen eingesetzt, oder? Und nicht auf einer Ski-WM. Also tatsächlich, die Container, die wir hier haben, sind für die Projektabteilung da, nicht für Baustellen, also wirklich gar nicht für Baustellen, sondern bei Messen, Events, aber auch für Schulen, Kitas, also ganz unterschiedlich werden die eingesetzt. Was unterscheidet jetzt so ein Container von einem Container auf der Baustelle? Na, die haben nochmal einen besseren Standard, die erfüllen den NF-Standard, also die Energieeinsparverordnung. Die haben also eine bessere Wärmedämmung und sind halt für so Aufenthalte einfach, also auf Baustellen hat man diese Anforderung einfach nicht. Genau. Warum und hier. Nicht? Also na, weil das in der Regel kürzer steht und auch nur als kurzer Aufenthalt genutzt wird und nicht jetzt wirklich, dass man dauerhaft im Büro da drin sitzt und arbeitet. Was geht nach da noch? Also ursprünglich ist es hier eine Parkplatzfläche vom Kunden. Hier werden auch noch Anlagen gestellt für die Teams. Und jetzt, wo wir die ganzen Anlieferungen bekommen, wird das immer unser Zwischenparkplatz, wo die einfach abgeladen werden erstmal, wenn wir andere Anlagen noch stellen. Und dann sieht man hier so die LKWs in Warteposition. Sobald der Bauleiter sein Okay gibt, fahren die vor und werden dann abgeladen. Den habt ihr mit Rabatt rausgegeben, weil da die Wände fehlen. Habe ich gesagt, ja, wann habe ich das gesagt? Ja, am Telefon, nee. Oder? Also das ist jetzt eine Zwischeneinheit sozusagen. Also du musst dir vorstellen, wenn es eine Dreieranlage beispielsweise ist, hast du eine Halbschale. Sprich, du hast zwei geschlossene Stirnbänder, eine geschlossene Längswand und dann kommt so ein Teil in die Mitte und dann kommt die andere Schale ran, die andere Halbschale. Guck mal Leute, hier seht ihr das auch. Hier ist nämlich eine ganz eigentlich reguläre Dämmung, wie in einem Haus mit hier Mineralwolle. Und hier dieses Profil, sind hier schon Kabel drin oder sowas oder was ist dahinter? Also du siehst da oben so Kabel, ja. Die werden dann zusammengesteckt mit den anderen. Sozusagen, wenn die rangestellt werden, werden die miteinander elektrisch verbunden. Und die ganzen Schnittstellen, sowohl am Boden als auch an den Seiten, an der Decke, werden dann geschlossen von innen. Das sind dann die Innenausbauarbeiten, die sich dann noch im Anschluss ergeben, wenn wir die ganzen Container gestellt haben. Und hier siehst du ja im Prinzip, das ist ja das Rahmengestell, genau. Und dieser Aufbau, da ist wahrscheinlich dann auch eine Dämmung drunter? Es ist alles gedämmt, ja. Es ist jetzt die Standardausführung, dass in diesen Ecken immer diese Steckdosen sitzen. Wenn man es weiß und der Kunde das möchte, dann kann man da natürlich vorab noch konfigurieren und mehr Steckdosen einbauen oder auch Heizkörper zum Beispiel an einer anderen Stelle anbringen oder so eine Sachen kann man. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn du sagst, die ganzen TV-Leute, was haben die denn für spezielle Anforderungen? Die kommen ja wahrscheinlich mit drei Steckdosen nicht aus, ne? Nee, genau. Also da ist es so, dass die komplette Anlage wird ja von außen verkabelt. Wir haben ja gerade diese Starkstromkabel gesehen. Die haben halt die Anforderung, wir brauchen da Löcher an den Wänden, um diese Kabel einzuführen und natürlich auch durch die Container durchzuführen, dass einfach die dann ihre ganzen Gerätschaften anschließen können. Und das sind so Anforderungen, die wir halt vorab klären müssen. Wo müssen Kabeldurchführungen hin? Und Kabeltrassen an der Außenseite werden noch benötigt, das hatten wir gestern besprochen. Und hier dran werden die dann hier geklammert, an genau. Diesen Stellen? Außen geklammert oder innen, wenn noch Podeste rangestellt werden, was wir da vorne bei der Anlage haben, dann werden die von innen geklammert, also hier zwischen sozusagen, dass man hier halt Platz hat, um die Podeste anzubringen. Stellt ihr die einfach so ab und macht da so ein paar Kanthölzer oder macht ihr irgendwie auch Bodenplatten? Nee, also im Prinzip, man sieht ja jetzt hier, wir stellen sie noch nicht mal auf so eine Fläche, obwohl die schon relativ eben ist, sondern wir kratzen hier wirklich bis auf den Grund, sodass wir mit Chippen die Plattengröße ausgestochen haben und dann wird richtig ausnivelliert, ne, und dass man wirklich weiß, was hat man für ein Gefälle auf der ganzen Länge. Wir haben ja teilweise 50, 60 Meter lange Anlagen. Da ist so ein kleines Gefälle dann schon mal, irgendwie sind das schon mal ein Meter oder mehr, was man ausgleichen muss. Und dann werden die Platten gelegt. Guck mal, wie tief der ist. Hier sieht man es jetzt auch. Vorne ist irgendwie nur eine Platte unter, hinten sind mehr Platten unter und über die Länge. Also Betonplatten? Nee, das sind harte Kunststoffplatten. Ach so. Beton würde zu schnell immer brechen, auch gerade bei so Temperaturen ist es zu porös. Ach krass. Wie mit der Wasserwaage gezogen, ne? Wahrscheinlich mit dem Laser. Wir haben einen Rundumlaser, also ein Nivelliergerät und dann wird halt immer auch eine Schnur gezogen, dass sie wirklich in einer Flucht stehen. Der Abstand zwischen den Containern wird gewahrt, dann werden die geklammert, sodass sie wirklich alle nicht irgendwie krumm stehen, sondern schön gerade. Und wie lange werden die dann überhaupt eingesetzt? Na, die Veranstaltung beginnt Ende Februar und geht bis zum 7. März. Dann ist irgendwie noch eine Woche so, werden die Leute alles aus den Containern holen und dann bauen wir eigentlich schon wieder ab. Also wenn der letzte Container steht, dann ist er nach spätestens 3 Wochen wieder weg?
anderthalb Monate spätestens. Ich kenne das auch, der Bauma hatten wir auch immer so ein Produktionscamp. Und da kamen die dann auch immer, die hatten alle einen Kran. Oder zumindest einer hatte einen Kran, der blieb dann stehen und hat die anderen alle abgeladen. Ein Selbstlader, so ein genau, so Selbstlader. Mhm. Ja. Und das war immer so, das war eine Anlage mit 26 Containern und am zweiten Tag war die fertig. Also wir haben auch Selbstlader hier im Einsatz, weil wir viele WC-Container jetzt haben, wie du hier schon siehst. Die kamen jetzt heute alle an. Die werden an einzelnen Positionen gestellt. Das heißt, da haben wir viele, wo nur einzelne Container oder Duo-Anlagen gestellt werden. Da würde es sich nicht lohnen mit unseren großen Krähen, die sich jedes Mal umsetzen müssen. Und da nehmen wir dann auch Selbstlader. Aber hier haben wir einfach auf einer Fläche viele größere Anlagen, sodass sich da einfach so ein großer Kran echt bezahlt macht, weil wir nicht diese Umbauarbeiten haben. Was hat der für einen Radius? Also der hat theoretisch 60 Meter Radius. Mit unserem Containergewicht hat er so 30 bis 35 Radius. Was er aber das hast du auch nicht alle Tage, ne? Dass du wirklich so einen Kran hier für eine Containeranlage? Nee, überhaupt nicht. Also wie oft kommt das vor, dass du einen Umfang hast, projektmäßig wie dieses hier? Kommt nicht oft vor, ja. Aber wir sind auch sehr glücklich. Aber da hast du auch Spaß dran, oder? Auf jeden Fall, ja. Das ist auch eine schöne Herausforderung. Das sind alles Wachsräume, Ruheräume oder auch Garderoben. Das mit den Wachsräumen hatte ich ja auch euch schon in Oberwiesenthal gezeigt. Das war echt eine Wissenschaft für sich. Die Container haben dann aber auch eine andere Ausstattung. Ich habe das damals gesehen, die hatten so Gestelle für die Lagerung der Ski. Kommt das dann in Einrichtung von euch? Skihalter werden noch eingebaut. Da sind wir noch in Abstimmung mit dem Kunden, wer es macht, ob wir es machen sollen oder ob die es selber machen wollen. Also das ist noch offen. Ansonsten haben wir in die Wachsräume auch noch Lüfter eingebaut, über den Türen immer jeweils. Weil beim Wachsen irgendwie so Dämpfe entstehen, die dann halt nach draußen geleitet werden müssen. Also einfach, damit der Raum immer wieder gelüftet wird. Aber das ist doch jetzt so eine Sache. Jetzt baut ihr da so einen Lüfter ein in den Container. Ist das dann fix? Also bohrst du ein Loch und hast dann so einen Lüfter, so einen Rohrlüfter da drin? Genau. So, und dann kommt der Container wieder in die andere Vermietung. Dann haben die dann Lüfter. Nee, tatsächlich wird der dann wieder zurückgebaut. Also das ist wirklich zum Beispiel jetzt wirklich ein Kundenwunsch, den wir umgesetzt haben. Und wenn der Container wieder zurückkommt, wird der Lüfter wieder ausgebaut, das Wandpanel wird ausgetauscht, weil es kaputt ist und dann wird ein neues eingesetzt. Das ist ja ein Riesenaufwand. Ja. Was hast denn du gedacht, als der Anruf kam hier, Sandra, pass mal auf, 500 Container, wie sieht's aus? Was war so dein erster Gedanke? Juhu. Auf jeden Fall, also wir haben wirklich uns sehr gefreut, sind durch den Raum gesprungen und haben uns angeschrien, weil dieser Riesenauftrag kam. Vor Freude. Vor Freude. Wir sind dann aber schon direkt in die Planung gestartet, also haben dann Telefonkonferenzen eingeläutet und wirklich mit allen Standorten gesprochen, die ja die Container jetzt auch für uns gefertigt haben, wo wir die abgefahren haben, und mit der Flotte mussten wir halt alles abstimmen, dass es auch am Ende funktioniert. Jetzt fällt mir die ganze Zeit schon auf, dass es eigentlich ein relativ entspanntes Level hier ist, zumindest für mich als Außenstehender, und du wirkst eigentlich auch total entspannt. Ja, wir hatten schon andere Zeiten. Wir stehen ja hier schon, ich sag mal, um die 350, 400 Container stehen ja jetzt schon. Das heißt, wir haben den größten Teil wirklich schon hier und gestellt, fertig. Wir sind gut in der Zeit, trotz diesem Schneechaos, was uns jetzt noch überfallen hat letzte Woche. Also deswegen sind wir wirklich relativ entspannt, ja. Aber das mit dem Schnee hattet ihr ja auch irgendwo schon mit eingeplant, ne? Dass das kommen kann. Ja. Das heißt, da hattet ihr den Plan B, weil also, ihr wusstet... Wir haben ein Winterpaket mit angeboten, was uns eine Niederlassung von Zeppelin mit auf den Weg gegeben hat, dass hier dann ein Radlader kommt und mit Schneeketten alles wegschafft. Und das mit dem Stellen wird auch schwierig, weil du bereitest den Unterbau vor und drehst dich um und dann ist schon wieder so viel Schnee drauf. Von wie vielen Containern sprechen wir dann, wenn die alle hier stehen? Diese Anlage hier, ich glaube, das sind 84 Container alleine. Und die reinen Wachs- und Ruheräume, ich glaube, das macht schon irgendwie 300 Container oder so aus. Wo steht denn jetzt dieser TV-Compound, wie ihr das nennt? Der steht ziemlich zentral, da müssten wir einmal hier rumlaufen. Steht der schon? Der steht schon. Okay. Komplett. Würde ich sagen, gucken wir uns auch mal an. Hier sieht man jetzt die Anlage mit den Podesten und wie schön dunkel das jetzt hier ist, dadurch, dass der Schnee alles abdeckt oben. Ist das wirklich die Originalhöhe jetzt da, die am Geländer, oder haben die da geräumt?
Es wurde ein bisschen geräumt, weil ja da der Kollege war und die Lüfter eingebaut hat. Da sieht man auch die Lüfter, ne? Das sind die genau, kleinen Rohrlüfter. Genau, da ist schon vorbereitet, das Loch ist vorbereitet, genau. Fehlt noch eine Abdeckung. Das kommt jetzt alles noch. Hier ist ziemlich eindrucksvoll, was hier schon für Schneemassen runterkamen und auch angekarrt wurden. Also hier war jetzt tatsächlich immer schon die Überlegung, ja, wir können Schnee räumen, aber wir müssen irgendwann gucken, wo wir den Schnee hinfahren, weil es einfach so viel war. Selbst die Pistenbullis sind eingeschneit. Ja. Also wir sind total glücklich, dass wir einfach in den ersten Wochen, wo wir wirklich viel Container gestellt haben, dass wir da super Wetter jedes Mal hatten. Wir hatten eigentlich gar keinen Niederschlag, weder Regen noch Schnee. Und es war einfach nur kalt, aber das war alles in Ordnung. So ein Polaris habt ihr auch hier. Die Kollegen kenne ich ja noch von anderen Events. So Leute, jetzt habe ich mir noch mal jemanden zur Seite geholt, der nämlich von der Organisation hier richtig Ahnung hat. Das ist nämlich der Florian Stern. Der steht neben mir in ordentlichem Abstand und der kann mir so ein bisschen mal ein paar Details erzählen über die Organisation und was ist denn überhaupt die größte Anforderung gewesen für euch an Zeppelin Rental? Wir sind jetzt in diesem Langlaufstadion in Oberstdorf im Ried draußen und die Infrastruktur, die wir hier vorfinden, die orientiert sich eigentlich rein am Sport, so wie wir das ganzjährig brauchen für Training oder auch für Tourismus. Das heißt, es sind einige Gebäude da, es sind vor allem Loipen da, aber was wir nicht haben, ist Arbeitsplatz für hunderte von Fernsehjournalisten und da kommen wir genau dahin, dass wir temporäre Bauten brauchen und in dem Fall haben wir uns da für Containerbauwerke entschieden und wir haben jetzt in beiden Stadien zusammen etwa 550 Raumcontainer in verschiedenen Größen. Also allein dieses Thema Raumcontainer von Zeppelin war es jetzt unser Mittel der Wahl, um diesen großen Bedarf an Büroräumen, an Aufenthaltsräumen, an Arbeitsräumen überhaupt abdecken zu können. Das heißt, für euch war von vornherein klar, ihr könnt nicht irgendwo mit festen Bauten hier arbeiten, ihr müsst mobile Raumlösungen haben? Hier in diesem Setup, eigentlich weitestgehend in der Natur, findet so eine Großveranstaltung nur alle Jubeljahre statt. Deswegen kann man nicht fixe Infrastruktur für diesen Bedarf aufstellen. Ganz klar wird da temporär das gemacht für den einmaligen Fall. Da kann man das nachher wieder rückbauen und dann hat man hier wieder Ruhe und Natur. Wart ihr euch eigentlich immer sicher, dass es auf jeden Fall der Event stattfindet? In der Zeit, wo jetzt die Kinder nicht zur Schule gehen können und die Geschäfte zu haben und keiner weiß, wann das nächste Mal wieder in Urlaub kann, ist auch das immer offen im Prinzip. Auch wir leben nur von gültiger Infektionsschutzverordnung zur nächsten. Aber wir haben jetzt natürlich eine Situation, wo wir jetzt schon relativ lange in der Situation sind, seit Herbst, dass Profisport ohne Zuschauer möglich ist, solange sichergestellt ist, dass nur die wirklich notwendigen Personen im Stadion sind. Das heißt also, Hygienekonzept muss vorhanden sein. Man muss wirklich die handelnden Personen, die im Stadion sind, so weit wie möglich runterkürzen. Dann ist es momentan möglich. Wir sind unter anderem auch davon abhängig, dass die Sportler überhaupt zu uns reisen können. Wenn jetzt beispielsweise noch mal schärfere Einreisebeschränkungen drohen würden oder sowas, dann würde uns das schon empfindlich treffen. Man schläft nicht so ganz entspannt bis nächsten Monat, oder? Sicher sein kann man sich in der jetzigen Situation, denke ich, über gar nichts. Wir hoffen natürlich, dass es klappt. Jetzt sehe ich ja, hier ist schon im Prinzip relativ fertig, glaube ich. Wie sieht das an der Skisprungschanze aus? Wird es da auch noch mal eine Infrastruktur geben vor Ort mit entsprechenden Raumsystemen? Im Skisprungstadion ist generell etwas weniger Platz. Deswegen hat man sich auch entschieden, den Hauptteil International Broadcast Center und die großen Arbeitsbereiche für die TV-Journalisten hier draußen im Langlaufstadion zu haben. Deswegen haben wir hier eben auch jetzt die mehrere hundert Container-Raumsysteme. Und im Skisprung sind das, glaube ich, nur etwa um die 150 Raumcontainer, die zum einen für die Athleten genutzt werden. Normalerweise gibt es einen Langlauf-Weltcup. Es gibt Skisprung-Spezial, es gibt nordische Kombination und nur bei der nordischen WM kommen alle diese nordischen Disziplinen in einer Veranstaltung zusammen. Im Bereich Wintersport sicher die größte Veranstaltung nach den Olympischen Winterspielen. Was war denn für euch wichtig in Zusammenarbeit mit eurem Partner Zeppelin? Also was habt ihr für Anforderungen? Was muss einfach funktionieren? Die Arbeitsbereiche von den Fernsehjournalisten, die bauen hochwertige Technik ein, die arbeiten da 3 Wochen drin. Also da braucht man Duo-Anlagen, Trio-Anlagen, einen innenliegenden Flur. Und da macht es dann schon einen großen Unterschied, ob man halt qualitativ was Hochwertiges hat. Da sind wir eigentlich sehr froh, dass wir jetzt bei Zeppelin, die haben uns das auch von Anfang an gesagt, dass sie eben einige neue Container, auch zum Teil Schallschutzdecken mit drin haben. Und insgesamt haben wir da jetzt einfach, sind wir sehr froh, dass wir da eine gute Qualität an
an Containern haben. Umso sehr tut es mir persönlich natürlich leid, dass es jetzt nicht so ein Erfolg werden kann, wo wir hier mit 30.000, 35.000 Zuschauer pro Tag einfach eine richtig tolle Show abziehen können, sondern schlussendlich jetzt das Corona-Plan-B-Programm fahren müssen. Aber auch hier nochmal, wir sind so sehr froh, dass wir im Betrieb sind, zumindest die Fernsehbilder produzieren können. Und irgendwann geht es dann auch hoffentlich wieder aufwärts. Also habt ihr gehört, Fernsehbilder sind bei dieser Ski-WM besonders wichtig. Unheimlich viel Aufwand für die ganzen Medienschaffenden. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Ich würde sagen, wir treffen die Sandra nochmal. Alter! guck da mal rein. Es ist immer noch eine Containeranlage. Du hast hier mal gerade irgendwie so 250 Meter. Nicht ganz, aber sieht so aus, sage ich jetzt mal. Hier siehst du jetzt auch, ne? Das ist dieses ENEV. Das sind so PU-Paneele, also PU-Dämmung ist dazwischen, so ein Sandwich-Profil. Das ist die einzige Anlage mit Flurcontainern. Da sieht man jetzt wirklich, was unsere Vorbereitung und Abstimmung mit den SKCs dann bedeutet. Und man sieht auch hier, dass es wirklich alles super funktioniert hat. Also die SKCs müssen ja diese Flurcontainer, die eigentlich geschlossene Wände dann haben, genau ausschneiden. Und der muss immer genau übereinstimmen mit dem Container, der dann hier anschließt. Dann wird hier am Ende eine Tür eingebaut und das muss halt wirklich stimmen, dass man hier vor Ort nicht nachschneiden muss, dass man diese Arbeit einfach nicht hat, diese Zeit. Also Leute, nochmal, hier ein Loch, da ein Loch reinschneiden und zwar vorher, nicht auf der Baustelle, nicht hier erst vor Ort, wenn es heißt, jo, mach nochmal einen Zentimeter hier oder säg nochmal nach, sondern das kommt so an, die stellen das auf und das passt. Und dann, nach ein paar Wochen, ist hier wieder Zapfenstreich, dann kommt wieder alles zurück und dann kann hier wieder die Wand eingebaut werden. Für den nächsten Event, ne? Genau. Und die sagen dann, wir hätten aber das Loch gerne dann an der Seite. Und alleine, was hier an Dämmstoffen noch rumliegt, hier sind ja auch die Rollen. Das ist dann für die Schnittstellen gedacht, ne? Also wir haben ja, hier sieht man das oben und in diesen Duo-Anlagen, da werden noch Fußbodenbretter eingesetzt. Jetzt habt ihr diesen Container, der ist mega gedämmt, es ist alles tutti. Und jetzt macht ihr hier diese Leisten da drüber. Und damit ihr hier keine Kältebrücken habt, kommt ja auch noch Dämmung rein. Genauso auch oben. Hier siehst du jetzt diese Deckenkanäle. Die werden dann hier rangeklickt mit diesen Haltern, die hier oben dran sind. Und die werden auch nochmal ausgefüttert mit Dämme. Von oben ist auch dieser Gummi, den du draußen gesehen hast, eingezogen, dass es alles dicht ist, kein Wasser reinkommt. Und dann, ich meine, gut, es macht natürlich funktional wahrscheinlich schon Sinn, weil wenn das jetzt eine Kältebrücke wäre, jetzt ist hier minus 15 Grad, die haben hier Luftfeuchte, dann hast du Kondensatausfall hier oder Kondensat an den Schienen und dann tropft das Wasser darunter. Das, genau, natürlich das auch soll peinlich. Ja nicht sein. Ja. Hier sieht man jetzt auch, wie die beiden miteinander verbunden sind elektrisch. Die werden zusammengesteckt und dann wird das hier alles zugemacht. Das heißt, dann sind die schon mal miteinander verbunden, was Heizung, Strom angeht und dann die Firma hier draußen, die jetzt gerade die Container von außen anschließt, die kriegt von uns einen Stromplan, sodass die immer wissen, welche Container werden zusammen geschaltet. Eingefroren wahrscheinlich. Eingefroren, ja, ja. Aber jetzt kommt es langsam. So, noch komplett in Rollo. Auch innen, ne? Damit der Container außen wahrscheinlich nicht aufträgt und da irgendwo das Maß nicht mehr passt. Ne? Aber hier waren jetzt auch nur 3 Steckdosen drin, ne? Also das heißt, die ganze Stromversorgung machen die dann wie? Kriegen dann die Kabeleinführung von außen, also wirklich dicke Kabel. Auch ihre Signalkabel werden dann durchgezogen. Und die senden dann über ihre Ü-Wegen, die draußen stehen. Das heißt, das kann also schon sein, dass jetzt hier ein Sender ist und im nächsten Container ist dann ein anderer Sender. Genau, also es ist immer so zusammengeführt, dass ARD hat jetzt, weiß ich, hier 5 Räume hintereinander, ZDF dann hier. Und so, dass sie schon immer zusammengefasst sind, die einzelnen Sender, aber das ist nur der kleiner, das ist wahrscheinlich Astro TV, oder? Die Macht des Diamanten der Ewigkeit ist jetzt mit dir. Und hier haben wir jetzt wirklich auch noch zusätzliche Umbauarbeiten, die sich jetzt noch ergeben haben durch Corona. Es sollte erst noch eine Wand eingezogen werden im Flur. Einfach, dass sich die unterschiedlichen Firmen oder Gesellschaften, Fernsehgesellschaften hier nicht so begegnen. Und zusätzliche Türen in Duo-Anlagen zum Beispiel, dass man getrennten Ein- und Ausgang hat. Dann werden hier einfach noch weitere Türen eingesetzt. Das heißt, Wandpaneele werden aufgeschnitten und von beiden Seiten, vom Flur und von den Containern. Und dann werden noch weitere Schiebefutterzargen eingebaut, Türen eingesetzt. Alter, was ist eine Schiebefutterzarge? Die haben wir jetzt irgendwo auch schon da. Ich glaube, wir können mal oben gucken. Vielleicht sind die da, liegen okay. Die da oben. Wir gucken uns die Schiebefutterzarge an. Das ist eine Schiebefutterzarge hier, wird dann hier eingesetzt. Die hat genau die Breite, so dass es auch ein bisschen verstellbar ist.
wird draufgesteckt von beiden Seiten und dann wird da am Ende über die Bänder die Tür eingesetzt. Und das waren jetzt hier alles Plan vom Transport. Die gehen eigentlich dann komplett durch, damit das Ganze während des Transports sauber geschützt bleibt. Ist und sauber genau, bleibt. Genau, das sind jetzt hier schon unsere neueren Container mit der Akustikdecke. Sieht man hier oben die Akustikplatten? Das hört man auch direkt, ne? Mhm. Das ist ein Unterschied auf jeden Fall. Und das ist bei euch Standard oder ist das eine Option? Nee, das ist tatsächlich eigentlich eher für Schulen gedacht. Schulen, Kitas. Aber wir hatten jetzt das große Go von unserem Chef, dass wir die auch hier einsetzen dürfen für diese schöne Anlage für den TV-Bereich. Ich meine, das sind so vielleicht Nebensächlichkeiten, die du erst bewusst vielleicht gar nicht wahrnimmst. Aber unbewusst war das für dich natürlich, wenn du hier gearbeitet hast, einfach dann auch ein positives Erlebnis, ne? Für euch total, wieder Thema also Kundenzufriedenheit, ne? Wir haben jetzt vom Kunden auch schon von mehreren Ecken wiedergespiegelt bekommen, dass sie mit unserer Containerqualität total zufrieden sind. Hier ist schon die Doppelflügeltür, die noch eingesetzt wird. Hier sieht man jetzt schon, wie der Innenausbau ein bisschen vorangeschritten ist. Schiebefutterzahlen kommen noch. Die Deckenkanäle sind jetzt schon angebracht hier. Die Bodenbretter sind eingelegt. Die werden hier noch verschraubt, dass sie richtig bündig dran sitzen. Die Seiten sind auch schon verkleidet hier, die Eckkanäle. Wenn man sich jetzt den Müll wegdenkt, so ungefähr sieht es dann nachher am Ende aus. Hier sieht man jetzt auch schon Notausgangsleuchten, die noch angebracht werden. Überall Bewegungsmelder für die Flurlampen. So Leute, jetzt haben wir gesehen, über 100 Container alleine für die ganze TV-Logistik hier. Absoluter Wahnsinn. Und guckt mal den ganzen Flur hinter mir. Ich bin immer noch geflasht. Aber momentan ist hier noch Schweigen im Walde. Aber wir machen einfach mal so. So Freunde, kleine Zeitblase. Es ist Ski-WM. Es ist jetzt quasi live. Und ich bin wieder hier im TV-Compound. Und ich bin heute auch alleine, denn aufgrund der ganzen Pandemiesituation ist das relativ restriktiv mit der Akkreditierung. Das heißt, ich bin akkreditiert, ich darf hier jetzt rein, ich darf hier filmen, aber alleine. So, und ich habe aber noch einen Kollegen am Start hier, das ist nämlich der Christian. Und Christian zeigt mir jetzt nochmal so ein paar Sachen hier. Christian, was machst du denn hier? Hi, ich bin der Christian, ich bin von der Partneragentur des Deutschen Skiverbandes und wir unterstützen das Organisationskomitee bei der WM rund um Kommunikation und Marketingthemen. Und ihr erinnert euch, TV-Compound war alles relativ aufwendig, denn die ganzen Sachen hier, die müssen funktionieren, wenn hier die ganzen Medienanstalten drehen. Und wir sehen jetzt auch schon, hier sind noch eine Menge Kabel, nicht nur in den Containern, sondern auch zum Beispiel hier, die haben sogar mal eben hier Löcher in die Container gemacht, die Kabeldurchführung. Das heißt, das ist wirklich sehr individuell. Und Christian, wo soll man lang gehen? Ja, ich kenne mich ja hier nicht so aus, aber ich habe eben schon gesehen, hier sind jede Menge Schilder. Genau, hier im vorderen Bereich ist der Host-Broadcaster, das in front ist. Und hier sind jetzt die internationalen TV-Anstalten wieder. Norwegische TV-Sender NRK, schwedische TV-Sender. Ich kann jetzt hier lang gehen und es ist der schiere Wahnsinn, wie groß das hier ist. Ich laufe die ganze Zeit immer noch in einer Containeranlage, die lediglich für ein paar Tage hier steht und dann wird alles wieder abgebaut. Hier ist obere Etage. Ich würde sagen, wir gehen mal eben runter. Da habe ich nämlich auch noch was gesehen. So, jetzt sind wir im ersten Stock und hier habe ich gesehen, ist zum Beispiel auch ZDF, ne, und ARD. Genau. Hier sind zum Beispiel die Cutter drin, die Editor. Maximal 5 Cutter und 2 Gäste. Das könnten dann wahrscheinlich die Redakteure sein. Und Christian, was sehe ich hier? Hygienemanager. Also man nimmt es ganz genau, ne? Genau. Also ist alles unter strikten Vorgaben geplant und auch jetzt umgesetzt, sodass letztendlich auch die ARD und ZDF hier ihren eigenen Hygienemanager mit dabei haben. So, wir gehen jetzt mal ganz hygienisch wieder ans Tageslicht hier. Wir haben schönstes Wetter und jetzt sieht man nochmal die ganze Pracht und Herrlichkeit dieser Anlage. Hier sieht man auch nochmal schön, wie die Kabel in die Container gehen und die Versorgungsleitung. Und das ist schon krass, ne? Denn du siehst ja hier mitten durch die Isolierung und wenn die Container nachher wieder auf die Reise gehen, dann wird das natürlich wieder alles zurückgebaut, alles individuell angepasst. So, und hier auch nochmal interessant, guck mal, Sanitärcontainer, aber mit der CI der Ski-WM. Die Jungs und Mädels sind winterlich gekleidet. Ne? Wobei Winter
Ich muss sagen, wir haben hier relativ angenehme Plustemperaturen und ich glaube, geschneit hat es auch schon länger nicht mehr. Christian, wie macht ihr das hier mit dem Schnee? Ja, es wurde sehr viel vorproduziert, gerade in den kalten Tagen und kalten Nächten. Wir hatten natürlich auch einiges zwar Naturschnee, aber mittlerweile bei den Temperaturen ist der Naturschnee zum Großteil weg. 10 bis 12 Schneekanonen werden aufgebaut und wir haben jetzt gerade im Dezember, Januar sehr viel Schatten hier im Stadion. Jetzt steht die Sonne etwas höher, kommt mehr rein und ja, da wird halt sehr viel produziert und es wird dann verteilt auf den Strecken. Hinter den Zäunen sieht man auch noch, hier sind Ü-Wagen, ARD, SWR, BR. So, jetzt sind hier hinter mir ein paar Container, die habt ihr auch schon beim Aufbau gesehen. Und zwar, Christian, das sind die ganzen Wachscontainer, oder? Genau, hier sind die Wachscontainer hinter uns. Hier werden die Skier präpariert für die Rennen. Ich glaube, wir dürfen heute mal ausnahmsweise da nicht reingucken. Nein. Aber wir gucken uns jetzt noch mal die Anlage an, wenn man einfach mal so durchgeht. Weil guck mal, hier hast du natürlich auch den Aufgang. Jetzt ist sie wieder duster. Aber die Jungs von Zeppelin Rental haben auch so ein paar Lampen hier noch repariert. Dann geht's. So, jetzt siehst du hier zum Beispiel Korea, Slowenien. Und jetzt riechst du das? Ja. Jetzt riecht man das. Das riecht hier nach Wachs. Es gibt ja noch kein Geruchsfernsehen, aber. Ach ja, und hier stehen noch so ein paar Skier. Meins hat fällt auf, wenn ich mir die jetzt mitnehme und wir machen nochmal so eine Runde auf der Piste. Wird wahrscheinlich auffallen. Das wird spätestens auffallen, weil ich überhaupt nicht Skifahren kann, aber egal. So Leute, jetzt sind wir nochmal hier in der Langlauf-Arena. Hier ist morgen richtig Highlife. Heute ist ja wie gesagt Training. Auch hinten interessant, die ganzen Flaggen der teilnehmenden Nationen. Und leider muss man ja sagen, man hatte ja gehofft im Vorfeld, dass man hier noch vielleicht 2.500 bis 5.000 Zuschauer unterbringt. Aber aufgrund der gegebenen Situation sind die Zuschauer jetzt relativ passiv geworden. Also Pappkameraden, wie man da vorne sieht. Aber jetzt sollt ihr aktiv werden und mal eure Meinung schreiben zu so einem Riesen-Event. Mal eben aus dem Nichts so eine Logistik hier hingezaubert mit Hunderten von Containern. Finde ich schon krass. In diesem Sinne, ich werde jetzt mal wieder nach Hause fahren und dann sehen wir uns demnächst auf einer neuen Baustelle. Und bis dahin, ne? Wie heißt das? Christian Ski und Rodelgut oder so? Ski Heil. Ski Heil, genau. Tschüss.